Hallo und guten Abend. Willkommen zurück bei Larry Reloaded. In der letzten Folge haben wir hier einiges an neuen Informationen bekommen. Wir haben nämlich das Radio zum Laufen bekommen und haben jetzt eine Telefonnummer rausgefunden. Und es ist mir... Und es ist mir ja sogar Anfang der Folge ja aufgefallen, so zum Thema Telefon. Und genau da will ich jetzt hin. Und zwar... war das, lasst mich lügen, vor dem Come-and-Go-Laden. Oh, dieses Wechseln hier immer. So, dann gehen wir nämlich hier hin, hier raus. Dann rufen wir uns ein Taxi. When will the shift end? Für dich niemals. Es ist 22 Uhr, wissen Sie, nicht 2 Uhr. It'll be an even 20. Thanks, kid. Gleich mal gucken, wie viel Geld ich habe. Oh, $362, das sollte noch reichen. Hoffentlich. So, jetzt können wir nämlich hier das Telefon benutzen. Hoffentlich hat er sich die Nummer gemerkt. You pick up the phone and to your delight you get a dial tone. This thing must be set to free play. Oh nein, ich habe mir die Nummer nicht aufgeschrieben. Oh nein. Ach, fuck it. Ich habe keine Ahnung, ob die richtig ist. Ach, da! For a good time call. Warte mal. I'm sorry, but you have reached a number that ja, is... ja, ja. 555-1234. Einmal klingeln. Thank you for calling the 555-1234 Hot to Trot chat line. Now, swinging singles like you can chat one-on-one with other swinging singles. Also like you. There's nothing hotter than guys who spend their Saturday nights at home, paying $2.99 a minute to make awkward small talk with invisible strangers, most of whom are other guys. You're also invited to call our psychic legal hotline. Press 2 now to get real legal advice from a psychic. Or press 3 now to get psychic readings from a real lawyer. Or press 4 now to connect with our tractor trailer trekking institute. Find out how you can earn fast money driving big rigs for 48 hours straight on nothing but coffee and Slim Jims. All lines are down for maintenance. Please try again later. Thank you. Super. Dann, ja, brauchen wir uns ja wegen der Telefonrechnung keine Sorgen zu machen. Ah, Freunde, ich werde mir mal eben die Telefonnummer rausrufen, bis gleich. So, da sind wir. Wir haben 555-80-39. Ich wusste, dass da eine 0 drin ist. Und eine 3 und eine 8 oder 9. Hallo. Hello, Snappy Liquor Delivery. We deliver liquor in a snapper. Yes, I just heard your ad on the radio, and I'd like to purchase some fine wine. Where do you want it delivered? The honeymoon suite at Caesar's Palace, please, and step on it. All of our fine wines have been stepped on, sir. That's why they're fine. Oh, very sophisticated. And your order has been processed. We'll send one of our hottest young men immediately. Thanks for calling. Oh Gott. What did he mean, hottest? Oh Gott, oh Gott. Hoffentlich treibt jetzt unsere Ehefrau es nicht mit dem Nadel mit dem Lieferboten. Taxi, Taxi, ganz schnell. So, und schnell wieder zurück zur Honeymoon Suite. Maybe you should like rent a car and leave me alone. Ich würde sie ja gerne, aber es geht leider nicht. Schlaglöcher für die nächsten 12 Jahre. Das könnte ein Schild für die A40 sein. $17, pal. Oh, 17 nur. Thanks, kid. So. Komm, Larry, beeil dich. Der geht wie ein Pinguin. Sick Bay! You have to actually to the Emeralds that day.
Warum klopft er überhaupt noch an? Come on in. I'm ready for you. Oh, Mary, it's you. I thought it was that cute young delivery boy again. What does she mean by that? Oh well, you decide to let it pass. After all, this is your wedding night. Leave the bucket where it is. It's cold, wet, and heavy. Oh, wo kommt denn hier? For you. Enchanté. Here's to us. Here's to you, Larry. All right, Larry. The stars have aligned. Love is all around. Life's sweetest reward. The sun is gonna surely shine. Now use those three words every young woman in love longs to hear. Ich liebe dich. Oder nicht? How about now? Yes, Larry. This is it. This is what we've been waiting for. Goody! Are you relaxed, my love? Yes! Are you ready for me? Yes! Oh, yes! Then, let's get ready to rumble! Was? No, wieso? Get out of the way! You're a slippery little thing, aren't you? What happened? Was great for me. How was it for you? Is that it? That's it. Thanks for everything, Lance. It's Larry. Thanks for the ring, the candy, the money, the this, the that, the contents of your wallet. You did forget to pay me for the wine. Oh. I left you a few bucks. I'm not totally heartless. Just mostly. And thanks for the wine, and oops, you got me monologuing. See you later, sucker. Fawn, sweetheart? A lesser man would be torn to shreds by this turn of events. But not you, Larry. You've got optimism. You've got resilience. You've got to find a way out of here. Na toll. Och man, es hätte ja auch zu schön wahr sein können, wenn die hier wirklich es ernst gemeint hätte. Aber das Geile ist, ihr habt ja sicherlich das Let's Play, hier das ganz neue Larry, Wet Dreams Don't Tries. Da haben wir eine sehr, sehr ähnliche Suite in dem Hotel und das Bett sieht auch sehr ähnlich aus und die Szenerie ist auch sehr ähnlich. Der Anfang von Larry 7 sind wir auch gefesselt am Bett. Also es ist irgendwie so, keine Ahnung, ein Joke, der sich in jedem Larry-Teil irgendwie zu Buche schlägt. So, aber wir müssen jetzt hier erstmal rauskommen. Wir haben unser gesamtes Inventar behalten. Wie viel Geld hat sie mitgenommen? Alter, die hat alles mitgenommen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich muss mir alles wieder neu verdienen. Boah, ich könnte mich so aufregen. Ach so, warte mal. Ich denke mal, das... Hallo! Das Messer wird mir jetzt zugutekommen. Very clever, Larry. Ne? You managed to work your knife out of your pants and use it to slice the bungees in two. Guck mal, die Socken. Well done, Larry. You're free. You quickly dress. Now you're feeling ready to go back out and conquer the world. Again. The cheap knife broke in the process, so you dispose of it as any responsible gamer would do. Kann ich hier noch irgendwas von nehmen? Na, immer doppelt klicken hier. You dispose of the cord you cut through and save the other three for some sort of demented shenanigans. Sehr schön. Leave the bucket where... Okay. One glass is enough, Larry. You want to be able to function, don't you? Super. So viel also dazu. Was ist mit den Tüchern? Kann ich jetzt... You don't need a tissue right now. Actually, the truth is that you never learn to blow your nose. Kacke. Vor allem, guckt euch das an, wir haben erst 13.000, wir müssen 50.000 erreichen. Wo bitte sind die restlichen Punkte? Wie lange geht dieses Spiel noch? Na toll. Schade, schade, schade. Also gehen wir es logisch vor. Wir haben jetzt hier oben in der... Achso. Hier oben in der 8. haben wir noch Faith. Dann haben wir noch die Pillen bei Lefty.
der Weddingplaner, das Wild and Go. In dem Club 69 haben wir den einen Typ mit dem Pfand. Da denke ich mir aber auch, dass da nichts irgendwie greifbar ist. Moment, lasst uns noch mal da reingucken. Ein rüttelvoller Artikel Verbrechen leicht gemacht handelt davon, wie einfallsreiche Einbrecher einfach Bungee-Seile. Ah, ich habe ein Bungee-Seil. An Balkonen befestigen, um leichter in Wohnungen gelangen zu können. Okay, alles klar, ich weiß wo. Zurück zu Lefty. Zurück hoch zu der. Naja. Ach nee, ich kann ja gar nicht. Haha, ich muss mir ja erst Geld verdienen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen. Los geht's und ach nee, das ist hier. Ja, das ist nicht das Spiel, was ich haben wollte. War es das hier, glaube ich, oder? Ja, das war's. Wenn ich hier Geld gemacht habe, melde ich mich wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich habe gewonnen. Ja, lassen wir den Kermit mal außen vor. Ihr seht es, ich habe gewonnen. Es war ungefähr eine Viertelstunde Arbeit. So, aber wir haben es geschafft. Ah. You're a stinky breath today. Ah, da. Jetzt nicht mehr, Gnefrau. Ah, Larry. So, jetzt aber. So, ich wollte jetzt Taxi. Taxi! 1222. Mal eben im Casino gewonnen. Boah. Und wieder Nina. Umleitung geschlossen. Normaler Weg benutzt. And that'll be 22 bucks. Boah, Preis hier wie auf dem Mond, ey. Thanks, Kid. So, dann hinein. Er nur wieder. You rap loudly on the Nogahai door. Nogahai door. Yeah? What's the password? Ach, Larry, das weißt du doch. You read off the Oh, er guckt immer noch. Weißt du, aber wenn ich klopfe, kommt er vom Fernseher weg. Das ist ja auch sehr interessant. So, wie kriegen wir jetzt dieses Seil ordentlich daran befestigt? Jetzt bin ich hier mal gespannt. Okay. You attach the bungee cord securely to the fire escape. Ja, und den Rest an dir. You detach the bungee cord from the fire escape. Ach nein. Oh. Was muss man da jetzt schon wieder eingeben? You attach the bungee cord securely to the fire escape. So, und jetzt? You can't reach it from up here. You unhook the bungee from the fire escape and take it with you. Oh. Was will das Spiel nun von mir? You attach the bungee cord securely to the fire escape. Vielleicht das. That doesn't work with that doesn't It would be nice if you could somehow open or break that window, ja, but that's ist, not the right way. Schlagen könntest. Aha. Oh. Oh nein! In diving terminology, that's called a fatal smack. As you get comfortable for your eternal rest, your last thought is, my only regret is dying. Next time, try attaching a bungee cord to the fire escape and attaching ja, wie denn? To yourself. Komiker, ey. Ja, ja, das sparen wir uns. Nochmal. Here, this is for me. Well, how nice. Thank me. I'm welcome. Hä? You attach the bungee cord securely to the fire escape. So, und jetzt, wie mache ich das an mir fest?
You detach the bungee cord wieder vom Balkon ab. Och, das ist echt so beschissen gemacht. Here, this ja, das ist well, schon. I'm well. It would be nice if you could somehow. Nothing you. You attach the bungee cord securely to the fire escape. You hook the other end aha of the bungee cord to your belt loop. What could possibly go wrong with this arrangement? Ich habe zwar eben auch dreimal auf mich selber draufgeklickt, da hat es nicht funktioniert. Naja, okay. With the bungee attached, you hurl yourself off the fire escape. Was? Your equipment was way too long. Hm. Ever think you'd have that? As life ebbs from you, your body is picked clean by wandering bums, muggers and raccoons. And then, like the miracle of spring, life begins anew. Ach ja, es ist ja auch logisch. Ich bin aber nicht davon ausgegangen, dass das so lange Seilstücke sind. Herrgott. So, wie kriege ich die jetzt wieder auseinander? Aha, so. You attach the bungee cord securely to the fire escape. Okay, das könnte zu eng sein. You hook the other end of the bungee cord to your belt loop. I'm feeling good about this. Na. With the bungee attached, you hurl yourself off the fire escape. Geronimo! Alter! Your equipment was immer way noch too long. Ever think you'd have that Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das alles muss neu berechnet werden. Das kann so nicht weitergehen. Bis zum nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu.